Und es brennt in den Augen und es stinkt. Ich habe bis jetzt einfach nur ein blutiges Klopapier auf meinem Gesicht kleben. Es geht nicht! Nein! Wo ist der Kleber? Hallöchen Leute und willkommen zurück bei einem neuen Video. Und für alle, die mich noch nicht kennen, hi, ich bin Paula und ich bin heute in Begleitung und zwar von der lieben Caro. Und wir schminken heute einen Halloween-Look zusammen. Aber es wird nicht wie gewohnt. Normalerweise brauchen wir ziemlich lange für unsere Looks. Circa so 6 bis 10 Stunden. Ja, manchmal sogar 20. Heute haben wir aber nur 10 Minuten Zeit. Wir haben uns ziemlich aufwendige Looks rausgesucht. Das heißt, es wird sehr stressig. Wir werden es auch wahrscheinlich nicht ganz so schaffen. Nein, ganz sicher nicht. Ja. Ich habe mir diesen Look ausgesucht. Das war ein Frankenstein-Verschnitt. Ich werde aber nur den Kopf schminken. Ich glaube nicht, dass ich Zeit haben werde für den Hals. Und ich habe mir diesen Look hier ausgesucht. Da werde ich aber auch nur diesen Mund hier schminken. Also nur. Und das hier oben nicht. Aber ja, schauen wir mal, wie das wird. Die Leute, die diese Looks hier geschminkt haben, sind natürlich auch unten markiert für Credits. Und ich würde sagen, wir ziehen uns jetzt eine Perückenkappe auf und wir sehen uns gleich wieder. Und dann geht's auch schon los. Gut, ich bin ein bisschen aufgeregt, du. Ich würde sagen, wir starten jetzt einfach mal. Wir haben uns alle Sachen so parat gelegt, alles, was wir für den Look brauchen, weil ich glaube, wenn wir das rausholen müssten, dann... Keine Chance. Keine Chance, ja. Timer ist auf 10 Minuten gestellt und es geht los. Okay. Womit beginnst du? Ich zeige mir jetzt mal diese Linien. Ich habe den Stift erbrochen. Startet ja gut. Ja. Es tut mir leid, falls ich ihn völlig zerstöre. Das macht überhaupt nichts. Boah, das stinkt hier schon und richtig. So. Und du machst gerade die Grundrisse, oder? Genau, und ich versuche jetzt quasi, dass ich diese Teile, die sie zusammennäht, die da zusammengenäht sind, vorzuzeichnen. Und jetzt male ich das an. Wow, ich bin ordentlich verwirrt. Oh mein Gott. Ich mache gerade mein Latex hier. Ich glaube, das ist eine ziemlich dumme Idee, dass ich das mit Latex mache. Und es brennt in den Augen und es stinkt. Ja, Latex. Ich klebe meinen Bart zu. Ich habe jetzt gerade erst entschieden, dass ich das mit Klopapier mache. Auch eine gute Idee. Ja, smart. Ich starte jetzt mit meinen grünen Flecken. Das wird fix messy, aber egal. Und das wird auch grün, habe ich bestimmt. Also halt die grün. Hey, du schaust schon voll gut aus. Ich glaube, ich spinne hier. Ja, du hast da auch was. Paula hat sich den einfachsten Look ausgesucht. Ich dachte, das wäre voll einfach. Ja, ja, natürlich. So Latex kleben, 10 Minuten Zeit, das geht sich alles aus. Okay, das soll jetzt ein heller Rissgrün sein. Ich bin mir nicht sicher, weil ich den Pinsel da jetzt einfach so wild eintauche. Gut, das haben wir schon mal geschafft. Jetzt nehme ich meinen Concealer. 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 Und concealer das alles hier. Ah, das klebt hier nicht mal. Ah, das ist ein dunkles Grün. Perfekt, das Dunkelgrün kommt jetzt auf die Birne. Ah, auf die Stirn. Hallo, wie gut. Ich glaube, mein Look ist wesentlich einfacher als deiner. Ich wing das einfach irgendwie. Gut, ich würde sagen, das sollte ich verblenden. Das wäre eine ziemlich gute Idee. Ich habe vergessen, was für einen Look ich schminke. Gut. Okay, ja, so. Das wird. Paula, du musst dran glauben, das wird gut. Ich glaube, das wird jeder zu Halloween nachmachen, oder? Ja, und sonst einfach die Augen zumachen, dann ist es auch automatisch schön. Also, gruselig wird es auf jeden Fall schon mal. Ja. Aber nicht auf die Art gruselig, die ich vielleicht wollte. So gruselig, weil wir so hübsch sind. Mit diesen Make-ups. Pinselzerstörung vom Feinsten, wenn man da so grob reinfährt. Das macht man nicht alles für ein YouTube-Video, ne? Ich mache da jetzt, versuche das zu schattieren. Hahaha, ist definitiv nix. Das, also, ich rede nur Schwachsinn. Wir streichen das. Ich liebe deinen Schwachsinn. Was mache ich? Was mache ich? Ach, genau, konzentriere dich lieber auf deine Sachen. Ja, das stimmt. Ja. Blut ist explodiert auf der Hose. Oh, das schaut furchtbar aus. Naja, der Wille zählt. Das ist das Motto von diesem Video. Ich habe bis jetzt einfach nur
ein blutiges Klopapier auf meinem Gesicht kleben. So, so, so. Mhm. Mein Blut ist jetzt auch schon leer. Wir haben noch ein paar Liter daran. Oh nein, nein, zurückgegeben. Die Paula hat nämlich zwischendurch mal so 4 Liter Blut bestellt, unabsichtlich. Ich wollte 4 Liter Latex bestellen, habe unabsichtlich 4 Liter Blut bestellt. Ich nehme jetzt den Concealer und der wird jetzt fix dreckig, ist das egal? Wurscht. Okay, das ist wirklich atemberaubend schön. Sie hat lilanen Lidschatten, ich mache lilanen Lidschatten und das mache ich jetzt. Das wird richtig schön patchy, weil das nicht trocken ist. Geil, das nenne ich Lidschatten. Hallo, du bist schon, Alter, du bist schon fast fertig. Ja, ich habe einen viel einfacheren Look als du, das müssen wir halt auch einfach ehrlich sagen. Eine Queen. Nein, ich mache nichts mit Latex und Blut. Ich habe mal halt überlegt, in 10 Minuten geht sich nicht aus, die Paula. Also ich dachte, no risk, no fun. YOLO. Sagt man heutzutage noch YOLO oder bin das nur ich? Ich sage auch noch manchmal YOLO. Wie lange haben wir noch Zeit? Wir haben noch... Ah, 2 Minuten. Was? 2,5 Minuten. 2,5 Minuten. Okay, aber was? Was mache ich jetzt? Warum chillen wir da so? Ich muss auf jeden Fall das schwarz machen. Ja, okay, Lidschatten, der ist super. Ich habe jetzt keine Zeit mehr. Ich brauche irgendeinen dünnen Pinsel. Leute, danke für die Soundeffekte. Oh Gott, das ist so eine richtige Kackarbeit. Das dauert alles so lange. Okay, Konzentration. Schwarzer Lippenstift. Wo ist schwarzer Lippenstift? Da. Glück gehabt. Okay. Soundeffekte, Soundeffekte. Das ist gut genug für den Mund. Jetzt brauche ich noch... Soll ich jetzt meinen Eyeliner mit Bodypaint machen? Oder? Ja, ja, ja. Haben wir Wimpernkleber? Geh nicht auf. Doch, geh auf. 25 Sekunden. Okay, da kommt kein Kleber. Kleber! Hallo, ich brauche dich jetzt. Wimpern! Ich brauche Kleber. Es geht nicht! Nein! Wo ist der Kleber? Wo ist der Kleber? Ich klebe gleich mit Latex. Ich finde Latex sehr gut. Ich habe keinen Spiegel. Nein! Oh no. Das ist der Sound des Shames. Okay, wir wissen es auch schon. Wir haben es probiert. Ich habe gerade Gänsehaut, weil ich mich schäme. Hallo, du schaust so gut aus. Nein, halt schäme im Sinne von nicht deswegen, sondern halt, weil ich versagt habe. Das stimmt ja gar nicht. Oh ja. Das ist super geworden. Ich wollte fertig werden. Ja, die grüne Farbe. Ich war am Anfang sagen, zu sehr gechillt. Ich würde sagen, das ist jetzt unser Endergebnis, okay? Aber ich gebe uns jetzt nochmal 3 Minuten. Okay. Damit wir das halt noch so ein bisschen was machen können. 3 Minuten. Das ist eine Ausnahme jetzt. Das ist eine Sonderregel. Eigentlich haben wir es ein bisschen vergessen. Die haben wir vorher schon aufgestellt, die Sonderregel. Das ist kein Schummeln. Nein. Und go! Ach so. Ja, ich habe schon vor zum... Sorry. Aber jetzt war schon wurscht. Cool. Okay, das klebt nicht mit Latex. Ich weiß, ich brauche den Kleber. Ich brauche auch den Kleber. Da ist der Kleber. Haben wir nur einen Kleber? Da ist ein Kleber. Ah, ich habe ihn nicht gefunden. Ja, dann nimm du den da, bitteschön. Danke. Ich glaube, es wird gerade nicht um einiges besser. Mein Spiegel da. Es klebt. Wieso kleben die Wimpern nicht normal? Sie kleben sie immer so vor. Das wird ja immer schlimmer. Schau, wie die draufhängt. Gut, ich setze meine Wiggets auf und dann richte ich die Wimpern nochmal. Wieso kleben? Ja, gute Idee. Gute Idee. Perücke. Perücke. Okay, ja. Oh, Freundchen. Nein, die Wimper ist ab. Wo ist die Wimper? Wimper! Da ist sie. Oh Gott sei Dank, ich dachte schon, ich habe die verloren. Okay. Ja, es schaut alles ein bisschen... Aber ich kann nicht mehr. Was ist hier in meiner Perücke überhaupt drin? Was passiert hier? Ich habe überall noch Haare im Gesicht. Immer mit diesen Stirnfransen. Okay. Okay. Ich würde sagen, ich lasse es so. Ich bin's. Frankie. Okay, reib's mir unter die Nase.
bist so langsam, Laura. Laura? Paula? Ja, ich habe die Paula gerade umgetauft. Sie heißt jetzt Laura Wolf. Aber das, ich finde, das ist auch ziemlich gut geworden. Es ist ein Mund, aber diese Haare hier sind einfach richtig kacke. Ja, das ist immer mit diesen Stirn. Das ist gerade nicht passiert, oder? Du musst mir helfen, du musst mir helfen. Okay, ich helfe dir. Ich stehe wieder so neben dir. Du noch immer bei anderthalb. Ja? Diese Wimper klebt einfach nicht. Sie klebt nicht. Ich weiß nicht warum, als wäre da kein Kleber oben. Habe ich auch noch Zeit? 6 Sekunden! Schnell! Go! 2, 1! Und? Also, ich würde sagen, perfekt. Es ist perfekt. Also, das hier sind jetzt unsere fertigen Looks. Ihr könnt gerne mal in die Kommentare schreiben, wie wir uns geschlagen haben. Gut. Hallo? Hallo, aber ganz ehrlich, für 10 Minuten finde ich auch. Kann sich sehen lassen. Ja. Man braucht so ein bisschen Fantasie. Nein, aber jetzt no joke, ich finde, du hast das extrem gut gemacht. Ich finde, die Perücke steht dir auch richtig gut. Ja, ich finde den Look echt cool. Ich finde, aber so die Perücke macht die vollendet das. Und ich verliere ein paar Haare, die gebe ich euch. Und das war es jetzt auch schon wieder mit diesem sehr interessanten Video. Vergesst nicht, Daumen nach oben zu geben, abonnieren, wenn ihr wollt. Schaut auch gerne bei Caros Kanal vorbei, sie hat gerade einen eröffnet. Das sind gerade ein paar Shorts oben, oder? Und bald kommen auch ganze YouTube-Videos, also abonnieren, wenn ihr es nicht verpassen wollt. Und damit verabschieden wir uns jetzt auch schon. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht zuzuschauen. Und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder bei einem neuen Video. Tschüss!